Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In dem Fall haben wir hier keinen Golf 6 Tacho, weil ich habe keinen Golf 6. Ja gut, ich habe auch keinen chinesischen Passat. Aber es ist trotzdem Passat Tacho. Das seht ihr daran, dass er Golf 6 drin hat. Golf 6 Optik, auch dieses 3D-mäßige. Aber ein ganz normales Golf-FIS bzw. Passat-FIS und eben auch diese ab Werk invertierten Displays. Wie meldet sich das Ganze jetzt unter VCDS? Ganz einfach, das blende ich euch hier ein. Das ist sozusagen wie so ein 503er KI vom Passat. Ich weiß aber nicht, ob es ein 503er ist oder irgendwas anderes. Wenn wir jetzt mit dem EEPROM-Programmer draufgehen, sehen wir können das Ganze nicht auslesen. Und der Bansi aus dem Golf 4.de Forum hat da ein Brute Force Tool geschrieben. Allerdings wird das ein bisschen dauern, den Code dazu Brute Forcen, also können wir jetzt zerlegen und eine Klammer auf dem EEPROM setzen und den auslesen. Ja, doch, auslesen. Würde ich sagen, auslöten. Auslöten kann man auch. Jetzt können wir hier gerade nochmal kurz gucken. Wir können hier eine Stelldiagnose machen im VCDS. Wie bei jedem anderen Tacho auch. Das funktioniert auch wunderbar. Mit allen Anzeigen. Das nächste, was wir klären müssen, wird dann sein, ob wir das Ganze in ein Golfgehäuse kriegen. Und da habe ich schon die Info, dass diese Ringe größer sind. Heißt, wir müssen vom Golfgehäuse was wegnehmen, damit das passt. Oder uns irgendwie hier mit ABS-Verschweißverfahren uns was basteln. Gucken wir mal. Ich werde jetzt erstmal ein 1J0er Gehäuse dafür zerstören, weil wie ihr seht, ist auch das Fernlichtsymbol auf der Tachoscheibe und nicht im Gehäuse wie bei den 1J5er Gehäusen. Das ist auch ein gebrauchter Tacho mit 120.000 Kilometern. Demnach werde ich ein bisschen dran rumdremeln und gucken, ob das Ganze dann funktioniert. Das FIS, das seht ihr jetzt noch in einem astreinen Zustand. Und wir sehen auch, wenn wir ihn aus- und einschalten, also einmal sehen wir, wenn die Zündung an ist, leuchtet alles. Das möchte ich mir dann auch noch ändern, weil ich das gar nicht so schön finde. Wenn wir ihn ausschalten und wieder einschalten, sehen wir es jetzt nicht mehr. Okay, Moment. Und sehen wir das jetzt nicht mehr? Ja, komisch. Eigentlich müssten wir jetzt sehen, dass wir einen platten Reifen haben. Sehen wir nicht. Na gut. Wir haben da hier so eine, anstatt der Vorglühlampe, haben wir hier eine platte Reifenlampe. Aber das sehen wir später nochmal zerlegen. Wir wechseln hier jetzt einfach mal aufs Voice-Over und dann kann ich den Tacho so lange im Hintergrund zerlegen, ohne dass ihr irgendwelche komischen Nebengeräusche habt. Ich zeige jetzt hier auch mal alle Ecken und Kanten von dem Teil, dass ihr euch da ein paar mehr Eindrücke machen könnt. Zerlegt wird er wie jeder andere VDO-Tacho. Als erstes die zwei Schrauben an der Seite entfernen. Das habe ich jetzt hier schon off-camera gemacht. Und danach hier mit den Klammern so ein bisschen rumspielen, dass die halt irgendwann nachgeben und aufgehen, ohne dass sie am besten abbrechen. Oben den Aufkleber entfernen und den anderen Aufkleber müsst ihr ein bisschen einschneiden oder zieht ihn halt auch einfach ab. Jetzt wollen wir uns mal hier das Gehäuse anschauen. Das sieht aus wie so ein Passat-Gehäuse, nur halt doch ein bisschen anders. Wir sehen, dass die Ausschnitte größer sind, aber dazu kommen wir dann später nochmal, wenn ich versuche, das in ein Golfgehäuse zu packen. Wir sehen hier die Tachoscheibe und sehen eben diesen 3D-Effekt, an dem auch diese Chromoptik sozusagen dran ist. Also das ist kein eigener Chromring, sondern das ist eben die Tachoscheibe, die da diese Chromoptik hat. Ihr seht die Golf 6 Optiknadeln, die auch wirklich länger sind als die normalen Immo 3 Golfnadeln. Also ihr könnt hier keine sportetischen oder nicht sportetischen Golfnadeln draufsetzen. Da ist das Ding, was ihr auf die Welle schiebt, ist zu kurz dafür. Das ist die Rückseite. Die Rückseite sieht aus wie jede andere Rückseite. Ich habe da jetzt keinen Unterschied feststellen können. Bei der Platine sieht es erstmal ähnlich aus, also die ist anders, da kommen wir später dazu. Aber es sind, würde ich sagen, die gleichen Motoren und fast die gleichen Controller. Wir sehen jetzt hier allerdings, dass da hier ein anderer Chip verbaut ist, da kommen wir aber später nochmal dazu. Das ist nämlich ein bisschen blöd, weil die ESP-Lampe dann später irgendwie nicht funktionieren wird. Mit dem Trick, mit dem man die 503er umbaut, funktioniert das Ganze leider nicht. Naja, müssen wir mal schauen. Ansonsten der Spannungswandler da hinten, das sieht auch alles gleich aus. Vielleicht ist es ein anderes Bauteil, was aber wahrscheinlich genauso funktioniert. Ich habe jetzt hier die Displays abgebaut. Das war aber eigentlich unnötig. Das sehen wir später. Die können draufbleiben. Die haben diese Blende, die dahinter ist, die sonst einteilig ist, ist dort dreiteilig. Während ich jetzt hier einfach noch ein bisschen die Unterschiede zeige, erkläre ich euch einfach, was ich mittlerweile schon bei dem Tacho geschafft habe. Und zwar habe ich den auf Deutsch umgestellt. Das geht in den Adaptionskanälen mit VCDS ohne Probleme. Danach ist die Reifendruckwarnung auch komischerweise aus. Also vielleicht war die für
die deutsche Kodierung einfach nicht vorgesehen. Da habe ich den EEPROM extern ausgelesen. Kommen wir später dazu. Das war lustig, weil ich keinen Programmer dafür hatte. Konnte somit auch den Login-Code auslesen. Der ist dann nicht verschlüsselt oder irgendwas. Das geht ganz einfach, wenn ihr den EEPROM habt. Dann könnt ihr auch wie bei allen anderen Tachos die Dauerbeleuchtung deaktivieren, also dass eben alles bei Zündung einleuchtet. Ich habe mir das jetzt so eingestellt, dass die Nadeln und die Displays leuchten. Das finde ich am schönsten. Ich habe dann auch das Problem gelöst, dass die GRA-Lampe die ganze Zeit leuchtet, obwohl der Tempomat noch gar nicht gesetzt ist. Das geht wie bei jedem anderen Tacho auch. Auch dieses 15,5 Liter habe ich eingestellt, dass er nicht bei 99,9 anfängt. Die Willkommensmeldung aktiviert, die Laufleistung erstmal auf 0, dass die mit VCDS dann auch änderbar ist. Das habe ich noch nicht getestet, ob das dann geht, aber ich wüsste nicht, warum es nicht gehen sollte. Dann die spannenden Sachen. Ihr werdet mich fragen, wird Staging, also Zeigerwischen, Nadelwischen, wie auch immer ihr es nennen wollt, funktionieren? Und da muss ich sagen, leider nein. Jetzt die nächste Frage. Wird LED-Staging funktionieren, also dass die LEDs mit stagen? Leider nein. Bei dieser ROM-ID habe ich alle Patches probiert. Es funktioniert nicht. Ich habe ihm dann auch gesagt, dass er eine andere ROM-ID hat, wo die Patches funktionieren. Und auch das hat leider nicht geholfen. Demnach verabschiedet euch von dem Gedanken, dass es für diesen Tacho zeitnah Staging oder LED-Staging gibt. Die Entwickler sind da nicht mehr so hinterher. Es ist zu undankbar, das Ganze. Man verdient daran nichts. Ich glaube nicht, dass sie für dieses Nischenprodukt-Tacho-System nochmal ein Staging entwickeln werden, weil viele wissen nicht, Staging ist keine Funktion, die der Tacho ab Werk kann. Das haben sich findige Entwickler selbst ausgedacht. Das ist sozusagen eine Zusatzsoftware. Das habe ich in einem anderen Video, glaube ich, schon mal erklärt. Ja, was habe ich noch geschafft? Ich habe es geschafft, den EEPROM zu zerstören. Also nicht das Dateisystem, sondern den eigentlichen EEPROM-Chip, weil ich doof bin oder so, keine Ahnung, vielleicht habe ich zu heiß gelötet, ich weiß es nicht. Naja, ich habe dann den vom Spender-Tacho genommen und ihr seht jetzt auch dann gleich, wie ich das generell ausgelesen habe. Ich habe meine EEPROM-Klammer auf einen 503 Passat-Tacho gelötet und habe die dann auf den Tacho gesetzt, das hat nicht funktioniert. Daraufhin habe ich dann den EEPROM ausgelötet und dann an die Klammer gesetzt und das hat funktioniert. Juhu. Ihr seht jetzt auch nochmal hier, dass ich gucke, ob das Ganze in einem Golf bzw. auch in einem Passat-Gehäuse einfach so reinpasst. Und ihr seht, dass die Ringe auf jeden Fall zu groß sind. Ihr müsst da also mit dem Dremel was wegnehmen. Da komme ich später nochmal dazu, aber das ist den gesamten Prozess dazu. Den werde ich hier im Video nicht zeigen, weil wenn ihr das macht, ihr müsst dann sowieso dremeln, anpassen, kontrollieren, dremeln, anpassen, kontrollieren und so weiter. Und irgendwann passt es dann oder es passt nicht. Was haben wir auch geschafft? Wir haben die Gurtwarnung aktiviert. Das ging in der Kodierung nicht, da musste ich im EEPROM noch ein bisschen was ändern. Die Türpiktogramme bei offener Tür habe ich aktiviert. Das funktioniert auch. Dafür muss man allerdings hardwareseitig was einlöten. Kommen wir später nochmal zu. Beziehungsweise ich blende euch das hier vielleicht auch ein. Dann, dass der Summer bei Licht an und bei Zündung aus funktioniert. Das Problem, dass die MFA manchmal angeht bei den 503ern, obwohl das Fahrzeug abgeschlossen steht, haben wir auch behoben. Das geht auch mit einer Hardware-Nachrüstung und tritt auch nicht bei jedem Fahrzeug auf. Dann haben wir noch eine kleine EEPROM-Modifikation gemacht, damit die Außentemperatur auch angezeigt wird. Das ist lustig, mit einem normalen Temperaturgeber wird die angezeigt, mit Klimatronic allerdings nicht. Aber das haben wir jetzt proben, das funktioniert jetzt immer. Haben die Kennlinie für den Tank und fürs Kühlwasser angepasst, also fürs Kühlwasser einfach linearisiert. Und für den Tank so, dass er keinen 60-Liter-Tank hat, sondern einen 53-Liter-Tank, damit das im Golf auch normal funktioniert. Dann habe ich noch den Pin für das Lampensymbol im Tacho gesucht. Das ist der, wo normalerweise die Anhängerblinklampe dran ist beim normalen Tacho. Und habe die Vorglühlampe aktiviert, was aber keinen Effekt hat, weil da macht er einfach nichts anderes, weil er hat ja auch keine Vorglühlampe. Den K-Wert für den Geschwindigkeitsgeber habe ich mir dann auch von einem anderen Tacho kopiert. Das hat auch funktioniert, ebenso das Anlernen. Erster Test und ihr seht auch, die Skalen leuchten nicht, erst wenn ich das Licht einschalte. Funktioniert. MFA und so funktioniert auch. Kodierung hat auch funktioniert, bis auf den Geschwindigkeitsgeber. Das musste ich im EEPROM machen. Wie ihr seht, Kilometer habe ich jetzt mal auf 0 geschrieben. Also EEPROM beschreiben funktioniert auch. Ja, GRA ist an, aber leuchtet nicht. Scheint also auch zu funktionieren, der Mod. Willkommen hat er auch angezeigt. Allerdings die Gurtwarnung nicht. Die ist auch anders eingestellt im EEPROM bei dem Tacho. Muss ich mal schauen, dass ich das auch mal ändere und gucke, was dann kommt. Mal schauen, ob wir geschwindig. Wie ihr unschwer erkennt, funktioniert das Ganze auch. Ebenso Wegversperre, rüberkopieren funktioniert auch mit dem Dashdump Edit zum Beispiel. Allerdings müsst ihr dafür vorher die Teile nochmal im EEPROM ändern, weil Dashdump Edit sonst nichts mit dem EEPROM anfangen kann. So, ich habe es nicht verlernt. Wir haben eine Außentemperatur. Wuhu! Auch wenn ich es interessant fand, dass wir am Tacho-Kabelbaum drinnen, am so einem Tischkabelbaum, eine Temperatur haben. Hier keine mehr haben. Achtung, jetzt geht gleich das Radio an. Oder auch nicht. Jetzt hat nur gerade die ESP-Lampe geglimmt. Ich kann es jetzt gerade nicht mehr reproduzieren. Mit anderen Worten, das sagt doch, das Radio geht an. Mit anderen Worten, wir müssen unseren ESP-Lampen-Mod für die 503er KIs wieder mal durchführen. Das ist ein Video, das ich für meine Community damals hochgeladen habe. Also für meine
meine Kanalmitgliedschafts-Community, die aus, glaube ich, genau 2 Leuten, vielleicht auch nur noch einem Leut besteht, oder auch für die Telegram-Community, das habe ich nie veröffentlicht. Ihr könnt da einen Widerstand auflöten oder funktioniert das? Ja, ich zeige euch jetzt auch gleich, wo dann wisst ihr es. Das wollte ich noch nicht so an die große Glocke hängen, weil sonst wären die 503er KIs aus dem Passat recht teuer. Ja, was wollten wir noch gucken, beziehungsweise was haben wir noch rausgefunden? Das ist ja meine Lenkradheizung. In dem Fall leuchtet die Anhänger-LED. Bei dem Tacho leuchtet dann die Standlicht-LED, weil da eben eine Standlicht-LED ist. Was ich auch hingekriegt habe, ist die... Ich bin heute schwer vom Begriff, aber das liegt daran, dass ich seit 5 Stunden mich in diesen Tacho hier reinversetze. Die Schnall-Dich-An-Lampe. Gut, Warnleuchte heißt das Ding. Leuchtet. Wie ihr seht. Ich habe jetzt auch den Tank noch angeglichen. Da hat mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht, dass ein Passat-Tank ja größer ist. Da dachte ich mir so, ach ja, da war ja was. Genau. Habe hier das Plateau entfernt und habe eine lineare Anzeige. Dass die 90 Grad auch die wirklich echte 90 Grad sind. Ja. Jetzt löte ich ein bisschen noch, weil ich habe heute noch nicht genug gelötet. Und dann geht hoffentlich auch hier das ESP-Ding mal. Aber ich kriege das jetzt nicht mehr hin, dass das glimmt, warum auch immer. Wer weiß. Vielleicht, weil er da erst frisch Spannung hatte. Ich mache jetzt nochmal raus und nochmal rein. Nö. Jetzt warten wir nochmal 10 Sekunden, bis er in der halben Busruhe ist. Naja gut, halbe Busruhe, bis er der Spannungswandler da hinten ausschaltet. Es ist keine Busruhe letztendlich, die ist erst nach 20, 30 Minuten. Und sorry, wenn das Video jetzt wieder so lang wird, aber das ist das erste Ling... Wie heißt das Ding jetzt? Ling Yu. Ich lasse den Translator immer wieder ran. Das erste Video dazu, denke ich mal. Demnach ist es doch okay, wenn das länger dauert. Ach, da leuchtet das Ding halt jetzt nicht. Ich löte jetzt was ein. Der Tacho ärgert mich. Die ESP-Leuchte geht immer noch nicht. Obwohl ich jetzt was umgelötet habe, aber vielleicht habe ich es falsch umgelötet. Weil er hat ein anderes Bauteil da hinten. Da muss ich mir nur ein bisschen reinfinden. Was allerdings funktioniert, ist da der Piepser, wenn Licht an. Nicht, wenn Licht aus. Mittlerweile ist das Wetter scheiße. Ja. Ich nehme nochmal eine Chance hier mit dem ESP. Nö. Aber jetzt Spaß, wenn man den Original-Tacho eigentlich, dass der ESP-Taster kaputt ist. Sicher ist sicher. Mal schauen, ob wir das Problem nochmal reproduzieren können. Wir sehen, es leuchtet alles und danach fängt die ESP-Lampe hier das Glimmen an. Wenn ich jetzt ESP abschalte, geht die Lampe aus. Wenn ich nochmal drauf drücke, passiert gar nichts mehr. Jetzt kann ich ganz oft Zündung an- und ausmachen. Und dieses Phänomen kommt nicht mehr. Was jetzt die ESP-Lampe angeht, den ersten Lötpunkt werde ich jetzt da lassen, den zweiten tieferen nicht, weil mit dem habe ich das Problem, dass die ESP-Lampe einmal kurz glimmt. Ja, und ansonsten geht es halt bei Start an, aber bleibt dann trotzdem nicht an, wenn ich einen Knopf drücke. Das werde ich jetzt nochmal mit einer Motronik ausprobieren, nicht mit dem Dieselsteuergerät. Vielleicht funktioniert es ja dann. Wir sind jetzt hier nochmal im V5, und zwar die Herbst Edition. Das erkennt ihr am Herbstlaub. Und wir haben immer noch ein Problem, und zwar The Light, der ESP Light. Und ihr seht, das glimmt immer noch. Und wenn ich hier auf den Taster drücke, ändert sich daran leider nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Naja, gut. Muss ich mal schauen, was da genau das Problem ist, warum man nicht möchte. Und die Wegversperre ist aktiv, klar, weil die hier drauf nicht angelernt ist. Und auch interessant sind hier diese Teile, die sind mir noch gar nicht aufgefallen, die sozusagen eine direkte Blendung nach oben verhindern sollen. Coole Sache. Ja, das FIS oben, das kann ich jetzt gerade auch noch nicht testen, weil ich mir da noch die Sachen vom FIS-Blocks anders anschließen muss. Beziehungsweise die hinten über den... Ich zeig's euch. Seht ihr das? Über den mittleren Stecker habe ich das rausgeführt, weil der die K-Line braucht. Baue ich hier auch mal um, dann müsste das auch funktionieren. Ja, und die ESP-Lampe, wie gesagt, die eine Lötstelle mache ich jetzt wieder weg, dann ist das Glimmen weg, aber sie geht halt trotzdem nicht an. Ich gucke dann mal, dass ich den nochmal neu kodiere und so, ob der sich dann vielleicht irgendwie das Bremsensteuergerät nochmal sucht. Und ansonsten geht es dann im nächsten Video dazu weiter. Das muss jetzt erstmal reichen. Und wenn nicht, dann muss man sich hier noch ein paar Gedanken machen, weil hier ein anderes Bauteil drauf ist als beim Passat, beim alten Passat meine ich. Blende ich euch nochmal ein, was und wie und wo. Da könnt ihr euch auch ein bisschen Gedanken machen. Wenn ich es gelöst habe, dann werde ich es natürlich
ja, in einem neuen Video oder irgendwo in den Kommentaren, als angepinkten Kommentar noch schreiben, was jetzt das Dremeln angeht. Ich habe jetzt hier ein bisschen gedremelt. Gut. Ja, durch diese Gehäuse kann man einfach immer scheiße filmen, das ist so. Ihr müsst jetzt endlich noch ein bisschen mehr wegnehmen. Ja, so genau brauche ich euch das nicht zeigen, weil wenn ihr es anpassen müsst, müsst ihr eh mehrfach kontrollieren, weiterdremeln. Und mit dem Scharfstellen, das hat es jetzt auch gerade nicht so. Heute klappt alles richtig gut. Jedenfalls, da muss einiges weg. Und ich empfehle, dass ihr euch irgendeinen Schutz, in dem Fall ein bisschen Verpackungsmaterial, da hinten mit reinmacht, dass ihr aus Versehen nicht mit eurem Dremel auf die Scheibe kommt. Aber dann sollte das Ganze doch passen. Ein bisschen Arbeit ist noch, weil ich muss euch jetzt hier nicht den ganzen Dremelprozess zeigen, das ist ja auch langweilig. Das Video ist wahrscheinlich eh schon 20 Minuten lang. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.